Hallo Wuppertal, mein Name ist Michael Maus und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wuppertal, meine Stadt kocht. Heute mit Ingo Kuckluck und unserem neuen Partner Akzenta, wo wir auch gerade vorstehen. Aber ich möchte euch erstmal den Ingo vorstellen. Ingo, erzähl mal, du bist Ur-Wuppertaler und wo kochst du hier in Wuppertal? Ja, ich bin Ur-Wuppertaler, koche im Café Simons, direkt zwei Straßen hier drunter, Marenberg. Vor das Kochen hat man bekanntlich das Einkaufen gestellt und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal einkaufen, oder? Dann los, oder? Okay. So Ingo, dann gehen wir mal als erstes Obst und Gemüse hier bei Akzenta. Man sagt ja so schön lecker, günstig, nett. Du hast einen Einkaufszettel? Ja, zu jedem guten Kochen wir natürlich auch einen Einkaufszettel. Den habe ich ein bisschen aufgeteilt. Gemüse und Kräuter, was wir heute sehr viel brauchen. Okay. Fangen wir mit der Vorspeise an. Ja. Den brauchen wir nämlich, den grünen Spargel. So, Thema Spargel. Jetzt haben wir den Spezialisten von Akzenta hier, Herrn Jung. Der grüne Spargel kommt aus Deutschland, aus Rheinland der Ecke und ist außer im Geschmack intensiver wie der weiße Spargel. Ja, warum soll ich gerade mein Gemüse hier kaufen? Weil wir versuchen, also direkt aus dem nahen Anbaugebiet also die Ware zu bekommen. Und zum Beispiel bleiben wir bei dem Spargel, den weißen Spargel jetzt zum Beispiel, den beziehen wir also von Gut Böckenhof. Und das heißt also, wir bestellen den tags vorher und bekommen den nächsten Tag also direkt beliefert. Vom Spargel gehen wir jetzt zu den Erdbeeren, die brauchen wir ja auch. Genau, die brauchen wir fürs Dessert. Okay. Direkt hier vorne. Gut. Mm. Süß. Super, lecker. Ja, dann können wir sie ja nehmen, oder? Dann nehmen wir sie. Passt. Hier, schön von hier vorne. So Ingo, jetzt gehen wir zu den Kräutern, oder? Gehen wir zu den Kräutern. Okay, genau. Okay, ja, guck mal hier, das ist schon direkt alles bei uns hier vorne. Ja. Thymian. Ja. Ja, nehmen wir direkt von hier weg. Okay. Zweimal. Ja. Minze. Ja. Ja. Fürs Dessert. Ja, sieht super aus. Auch zweimal. Okay. Aha. Aber Salbei brauchen wir noch. Salbei, genau. Da. Jawohl. Okay, dann nehmen wir das. Eins, genau. Und noch einen da drunter weg. Warum so viele Kräuter? Ja, wir machen so einen mediterranen Fisch in der Folie halt. Ne? Und wenn wir immer schön von den Kräutern da reinpacken, von jedem etwas, dann kriegen wir so richtig schön den mediterranen Geschmack mit dazu. Du kennst dich hier gut aus. Kaufst du eigentlich immer hier im Akzenta? Ja, jeden Samstag. Ah, okay. Super. So, jetzt geht's zu dem Paprika. Jawohl. Brauchen wir da? Also, wir brauchen. Ich nehme mal rote und gelbe Paprika, wenn ich koche. Ja. Ja, weil die grünen, ich mag sie nicht. Die werden oft bitter beim Braten, deswegen mache ich meistens immer mit roten und gelben Paprika. Okay. Ja, greifen wir zu. Ja. So, jetzt brauchen wir noch Zucchini, habe ich gelesen. Zucchini, richtig. Dann gehen wir einfach mal dahin. Was sagst du, drei, vier Stück? Ja, so schön vier Stück, schön nicht die ganz, die großen. Ich nehme immer kleine. Ja, und dann guck mal, dass die schön feste sind. Ja. Ja, wenn die so ein bisschen weich sind. Also sowas hier. Ja, sowas ist super. Genau, okay. Schön, nicht die ganz dicken. Die Dicken sind oft so wässrig innen auch. Ja. Ja, und deswegen gucke ich immer. Genau. So. Dann können wir direkt weiter durchlaufen hier. Ja. Zum Fenchel, den brauchen wir nämlich auch noch. Fenchel. Okay. Ja, da schauen wir mal schön. Ja. Also hell sollten sie sein. Ja, das ist wichtig. Toll. Oh ja. Oh, der wunderbar. Sieht gut aus. Prachtexemplare hier. Fast wie architektonisch gebaut. Kann man auch schön dann hier oben bis zum Strunk schneiden. Ja. Ne, da brauchen wir nur das bisschen abnehmen und dann haben wir ganz tolle Sachen da drin. Okay. So, als nächstes diese kleinen Cherry-Strauchtomaten. Dafür brauchen wir hier so eine Tüte. Ja, du hältst, ich schmeiß rein. Ja, klar. Na gut. So, jetzt sind wir bei den Drillingen. Genau, die müssen wir jetzt auch noch einpacken. Ja, und dann haben wir alles, oder? Nee, wir brauchen noch Karotten am Bund. Könntest du vielleicht eins holen davon? Ja, mache ich gerne. So. Also pro Portion sage ich immer so 3 bis 4 Stück. Okay. Also 3 reichen eigentlich bei dem ganzen Gemüse, was wir da haben. Also mir schmeckt es am liebsten. Ich verarbeite die fast nur bei uns im Simons. Die Limetten. Genau. Ah, da haben wir sie schon. Gucken wir mal. So. Die Limetten kenne ich nur bezüglich dem Kalperin. Ja, so wie jeder. Aber da kann man so wunderbar mit kochen. Ja. Ne, nehme ich auch immer ein bisschen weichere direkt, damit der Saft besser rauskommt. Die packen wir jetzt einfach hier oben drauf. Ja. Guten Morgen, Frau Vipior. Erzählen Sie uns einfach mal ein bisschen was über den Käse hier bei Akzenta, wo er herkommt, die Vielfalt, wie viele verschiedene Sorten haben Sie eigentlich? Vielfalt, wir haben etwa um die 300 Sorten. Aus Frankreich, Italien, aus Spanien, Österreich, Schweiz und Deutschland natürlich. Kann ich hier auch eigentlich alles mal probieren, wenn ich das hier kaufe? Selbstverständlich, können Sie gerne. Ja. Ja. 4 Stück reichen dann, ja? 4 Stück reichen, super. Genau. Ja, vielen Dank. Danke, schönen Tag noch. Danke für die Hilfe. Also wir brauchen jetzt Walnussöl. Ja, und hier gibt's hier haben wir Walnussöl. Genau. Warum Walnussöl?
Walnuss ist besonders gut. Ja, das ist gleich zum Anbraten wunderbar für den grünen Spargel. Der schmeckt eh so ein bisschen nussig und damit unterstützen wir das Ganze nochmal ein bisschen, ne? Mit diesem nussigen Geschmack. Ja. Also wir werden heute Fisch im Backofen machen. Und dafür brauche ich natürlich festes Fleisch. So, drei, vier. So, ja, okay. Danke. Ingo, schönen Tag. Dein Fisch. Unser Fisch. Unser Fisch. Auf geht's. Ab in den Wagen. Der Wagen ist voll. Tschüss Wuppertal. Aber natürlich nur für die heutige Folge, denn die zweite Folge, da geht's um die Vorspeise bei Wuppertal meine Stadt kocht mit Ingo Kuckluck. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Wir gehen ins Kochstudio und legen los. Wir haben zu tun. Okay. Auf geht's. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.